Dieses Mal bei Faktastisch 12 Fakten über Muhammad Ali. Eine große Persönlichkeit des Boxsports, wenn nicht die größte, ist von uns gegangen. Muhammad Ali starb im Alter von 74 Jahren. Es folgen legendäre Fakten über das Leben dieses großen Mannes. Los geht's! Sein richtiger Name war Cassius Clay. Ali engagierte sich zeitlebens aktiv für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung. Im Jahr 1964 legte er seinen ursprünglichen Namen ab, da ihm dieser wie ein Sklavenname vorkam, und suchte sich Muhammad Ali aus. Es fing alles mit einem geklauten Fahrrad an. Als dem 12-jährigen Cassius sein geliebtes Fahrrad gestohlen wurde, ging er zur Polizei. Er drohte, den Dieb windelweich zu schlagen. Der Polizist Joe Martin, der die Anzeige aufnahm, war zufälligerweise auch Boxtrainer und bot dem Jungen an, erstmal kämpfen zu lernen. Und so begann die großartige Boxkarriere des jungen Cassius. Ali legte sich mit der Regierung der Vereinigten Staaten an. Er weigerte sich strikt, der US-Armee im Vietnamkrieg zu dienen. Seiner Aussage nach wollte er nicht dabei helfen, arme Menschen in ihrem eigenen Land zu töten. Diese Haltung brachte ihm jede Menge Ärger ein und ihm wurde sogar zeitweise der WM-Titel aberkannt. Auch musste er eine 43-monatige Sperre aushalten, in der er nicht boxen durfte. Seine große Klappe ist legendär. Ali war einer der Boxer, der seine Gegner vor dem Kampf durch provokante Sprüche einschüchterte. Vor seinem berühmtesten Kampf gegen George Foreman in Zaire sagte er: "Ich habe mit einem Alligator gerungen, mit einem Wal gerauft, dem Blitz Handschellen angelegt und den Donner eingekerkert. Ich bin böse. Letzte Woche habe ich einen Felsen ermordet, einen Stein verletzt und einen Ziegel krankenhausreif geprügelt. Ich bin so gemein, dass ich selbst Medizin krank mache. Letzte Nacht betätigte ich den Lichtschalter in meinem Schlafzimmer und war im Bett, bevor der Raum dunkel war. Ich bin so schnell, dass ich durch einen Hurrikan laufen kann, ohne nass zu werden. Wenn George Foreman auf mich trifft, wird er seine Schulden bezahlen. Ja, wer würde da nicht Angst bekommen, na?" Er hat Rap erfunden. Okay, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber seine Art, den Gegner durch Provokationen und gereimte Beleidigungen herabzuwürdigen, gilt für viele als eine frühe Vorstufe des Battle Rap und so bezeichneten auch einige der Urväter des Hip-Hop den Boxer als Inspiration. Er warf seine Goldmedaille in einen Fluss. Als Ali bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom Gold gewann, warf er seine Medaille nach der Ankunft zu Hause in den Ohio River, weil er von dem Rassismus in seiner Heimatstadt angewidert war. Erst bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Atlanta erhielt er eine Kopie der Trophäe. Ali wurde damals die Ehre zuteil, das olympische Feuer zu entfachen. Er kämpfte seinen härtesten Kampf gegen Parkinson. Bereits 1984 wurde bei ihm diese schreckliche Krankheit diagnostiziert. Er zog sich nach diesem Schock allerdings keinesfalls aus der Öffentlichkeit zurück, sondern nahm den Kampf an und führte ihn weit über 30 Jahre. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das Boxen für sein Parkinson verantwortlich war. Er setzte sich für einen friedlichen Islam ein. Ali konvertierte 1975 auch offiziell zum sunnitischen Islam. Er war bereits 1972 in Mekka und hatte den schwarzen Stein an der Kaaba geküsst. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nahm er die muslimische Gemeinde in den USA vor falschen Anschuldigungen in Schutz und rief zu einem friedlichen und toleranten Zusammenleben auf. Er hat irische Vorfahren. Auch wenn man es ihm auf den ersten Blick natürlich nicht ansieht, sein Urgroßvater Abe Grady war ein irischer Auswanderer, der eine freigelassene Sklavin heiratete. Im Jahr 1860 war dies in den USA noch alles andere als selbstverständlich. Um seine irischen Wurzeln zu ehren, besuchte er den Heimatort Grady's mit dem Namen Ennis im Jahre 2009. Als Musicaldarsteller war er nicht sehr erfolgreich. In der Zeit, in der er aufgrund seines Ärgers mit der US-Regierung gesperrt war, versuchte er es in einem Musicalstück am New Yorker Broadway. Allerdings floppte das Stück und wurde nach nur 7 Aufführungen abgesetzt. An Ali soll dies nicht gelegen haben, die New York Times attestierte ihm eine tadellose schauspielerische Leistung. Er ist nicht der einzige Boxweltmeister in seiner Familie. Seine Tochter entschied sich 1999 ebenfalls Profiboxerin zu werden. Menschen, die dies für einen PR-Trick hielten, wurden eines Besseren belehrt, als sie 2002 den Weltmeistertitel tatsächlich errang. Sie kämpfte außerdem gegen die Tochter von Joe Frazier, mit dem sich bereits ihr Vater 3 legendäre Duelle geliefert hatte, und 2007 hängte sie ihre Boxhandschuhe dann aber an den Nagel. Von 24 Kämpfen gewann sie 21 durch K.O. und nach 3 Runden. Ali hat seine Millionen nie verprasst. Obwohl er ein riesiges Vermögen anhäufte, fiel Ali in der Öffentlichkeit nie mit übertriebenem Prunk auf, wie zum Beispiel ein Mike Tyson.
Er spendete einen großen Teil seines Geldes. Als Grund nannte er, dass er es zwar geschafft habe, aber er wisse, dass Millionen Schwarze in den USA weiterhin in der Hölle leben würden. Er könne seinen Reichtum erst genießen, wenn auch diese endlich frei seien. Wir verneigen uns vor Muhammad Ali, einem Sportler und echten Ehrenmann. Als nächstes gibt es 6 Fakten übers Erröten. Viel Spaß!